Hey Leute, mein Name ist Epixan und mit dabei ist heute die Kata. Hallo. Und wir haben hier im Hintergrund eine richtig, richtig heftige Base. Und hier auf der Map soll sich der King Kong befinden. Oh, oh. Und den werden wir auf jeden Fall jagen. Und Kata, schau dir mal die Base an. Du siehst hier, überall habe ich Kameras verteilt, dass uns der King Kong auf keinen Fall überraschen kann. Hier habe ich ringsherum einfach Spikes hingestellt und an jede Ecke zwei Kameras, beziehungsweise eine Kamera. Und da hinten in den Bäumen sind auch noch Kameras, also hier ist wirklich alles abgesichert. Und hier auf der Map soll sich der King Kong befinden. Ich bin echt gespannt, ob wir den finden. Oh, ich glaube, der ist auch richtig stark, also wir brauchen unbedingt Rüstung und Waffen. Sehr gut, dass wir unsere Base auch haben dann. Ja. Ich hoffe, die ist auch sicher. Also ich weiß nicht, ob der das Obsidian kaputt machen kann. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. So. Das ist das krasse Passwort. Und das ist echt richtig cool eingerichtet. Hast du echt gut gemacht, Kata. Und hier, oh, für unsere süßen Hunde, die haben wir auch. Ja, mit einer kleinen Hundehütte. So süß. Okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt eh noch warten, bis es Nacht wird, weil tagsüber kommt der King Kong auf keinen Fall raus. Mhm. Wir rüsten uns schon mal aus. Wir haben hier zum einen die Kameramonitore. Bitteschön. Dankeschön. Und da kannst du jetzt einfach restlich drauf machen. Und dann siehst du die ganzen Kameras, kannst sogar auf Seite 2 gehen. Wir haben insgesamt 13 Kameras hier installiert und die befinden sich halt hier rundherum um die ganze Base und die kannst du auch steuern mit WASD. Mhm. Und damit hast du halt alles im Überblick, was richtig cool ist. Warte mal, ich switch mal rüber zu einer auf der letzten Seite. Warte mal, hier zum Beispiel auf die Nummer 13. Also sie befindet sich hier mitten in einem Baum drin, was eigentlich richtig cool ist. Wenn King Kong dort vorbeiläuft, dann sehen wir den definitiv über die Kameras. Warte mal, wo ist denn Kamera 12? Genau, die befindet sich hier an dem Baum. Die Base befindet sich hier auf der linken Seite. Okay, es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr gut abgedeckt. Wir können auch mal gerne auf die fünfte Kamera. Das sehen wir, glaube ich, hier an der Hinterseite von der Base. Ja, genau. Also wir haben echte Rundum-Überwachung. Mhm, und ich glaube, perfekt. King Kong kann uns auf keinen Fall überraschen. Oh, Hundi, hat der Hunger? Was macht er denn da? Ja, weiß nicht, ob der Brot frisst. Okay, hier haben wir auf jeden Fall unsere Ausrüstung drin. Die zieht sich schon mal an. Hier noch ein bisschen Brot dabei. So, die Rüstung ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und es ist mit Abstand die süßeste Rüstung, die es gibt. Schau dir das mal an mit der Zunge. Ja. Oh, man ist so schnell. Stimmt, man ist echt richtig schnell, zum Glück. Und hier haben wir noch unsere zwei Waffen drin. Einmal für jeden eine LMG und ganz, ganz, ganz viel Munition. Ich hoffe, das reicht, aber ich denke schon. Da haben wir jetzt den Kameramonitor, zwei Stacks zu essen und eine richtig gute Waffe mit extrem viel Schuss. Und wie sieht es denn draußen aus? Wird schon Nacht so langsam? Oh ja, tatsächlich, Kater, schau mal. Oh. Okay, guck mal, der Mond geht von hier hinten auf. Gleich ist es dann wirklich tiefste Nacht. Und jeden Moment kann einfach King Kong kommen. Und ich bin echt gespannt, ob wir den hier irgendwie finden oder sehen. Mhm. Oder hinten sind schon Zombies. Okay, wir laufen einfach mal ein bisschen in den Wald rein, Kata. Okay. Oh, ich hab richtig Gänsehaut gerade. Oh Gott, oh Gott. Oje. Okay, oh, das sind Zombies? Okay, das sind gar kein Problem für uns. Okay, wir dürfen unsere Base auch nicht verlieren. Gott, okay, wie groß ist der denn? Ich glaube, wir dürften echt nicht übersehen. Aber hier sieht's noch gut aus. Ich schau mal ganz kurz durch die Kameras. Oh. Hast du was gesehen? Nein. Oh, au! Hilfe! Ich hab eine Spinne getötet. Oh Gott, ich hab mich so erschrocken. Sorry. Oh Gott, das will ich. Ich dachte schon, King Kong wird hier irgendwie stehen. Nein. Okay, okay. Ich schau nochmal durch die Kameras. Ich wollte gerade sagen, hier ist alles voll mit Monstern hier bei unserer Base. Ja. Oh Gott, ich habe so Angst, Leute. Oh, schaut mal in den Wald. Seht ihr irgendwas? Nein, es sieht noch gut aus. Nee, ich sehe auch nichts. Oh Gott, oh Gott. Okay, Kata, hier ist auf jeden Fall noch kein King Kong. Da sind richtig viele Zombies hinter dir, pass mal auf. Aber es sieht echt doch. Oh mein Gott. Hast du das gehört? Ja, oh Gott, hörst du das? Du? Ja. Oh mein, ich habe so Angst. Oh mein Gott. Okay, ich schau mal kurz durch die Kameras, okay? Hm? Okay, Kamera 1 ist alles safe. Ja. Kamera 1 ist in Ordnung. Ich schau mal schnell auf Kamera 2. Kamera 2. Oh, ich sehe ihn auf Kamera 2. Oh Gott, warte mal. Kamera 3. Oh, er steht vor unserer Base, Kater. Oh mein Gott, aber der hat nichts kaputt gemacht, oder? Nein, noch nicht. Der steht doch ein bisschen, ein paar Bäume, aber der steht hier einfach vor unserer Base. Mein Gott. Und der läuft da rum, was passiert denn da? Okay, Kata, wir müssen unbedingt zu unserer Base. Wo bist du denn? Ah, da. Ja, hier. Okay, pass bloß auf. Wer steht denn hier? wer ist das denn? Okay, wir lassen ihn. Warte mal, ich gebe dir ein bisschen was zu essen. Von wem kriegt der Damage? Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Okay. Ey, das ist ein Werwolf! Gott, was geht denn hier ab? Ich habe so Angst. Wie schnell der aus? Komm, wir müssen weiter. Wir müssen vor allem zu unserer Base zurück. Das ist so heftig, was hier passiert. Und vor allem, ich höre. Das King Kong! Was macht der? Moment mal, was geht denn da ab? Was macht der denn? Der ist auf der Spinne, oder? Der rastet da komplett aus und hier sind so viele Gegner. Oh Gott, okay, denkst du, wir kriegen den down? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott, ist unsere Base? Da ist noch ein Werwolf. Ja, oh wir machen erstmal die hier, ja? Ja.
Okay, guck mal, wie den der Werwolf aushält. Ja. Okay, ich greife mal den King Kong an. Hallo King Kong? Hallo? Machst du was? Hallo? Ah, what? Kater, pass auf! Oh Gott, Kater, hilf mir kurz. Ich brauche mein Zeug wieder. Der hat mich wirklich, der ist einmal auf mich draufgestanden und ich bin instant gestorben. Okay, wie soll ich dir helfen? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Warte mal, kann ich hier... Oh Gott, ich muss hier ran. Laut, hier liegt mein ganzes Zeug. Ja, der ist richtig laut. Und vor allem, ich habe so eine gute Rüstung und ich war einfach instant down. Ja, das ist... So. Ich hab's gesehen. Okay. Wo ist meine Waffe? Okay, ich habe meine Waffe noch. Und was kommt das? Okay. Okay, kriegen wir den down? Komm lieber zu mir. Okay, oh, das ist so laut. Oh Gott, pass auf. Guck mal, der tritt die ganze Zeit um sich. Oh. Kriegen wir den down? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott. Warte, Kater, ich hab eine Idee. Ich hole mir jetzt ganz viel Erde und werde einfach oben auf die Base draufgehen. Und werde einfach von dort schauen, ob wir dann den King Kong besser treffen, beziehungsweise mehr Damage machen. Mhm. Okay, warte. Enderperle. Ah, echt, sehr gut. Okay, ich baue mich mal hoch, so eine kleine Treppe, da kannst du mir einfach nachlaufen. Gott. Was denn? 1000 Witches. Oh, pass auf. Stirb bloß nicht, Kater. Der King Kong ist so heftig. Oh, wie bist du denn? Achso, du bist durch die Enderperle da hochgekommen? Ja. Okay, ich brauche noch einen Block. So, das nehme ich einfach mal mit. Okay, ich komme zu dir hoch. Pass auf, da oben. Oh, hab ich gesehen. Oh Gott, pass auf. Ich komme hoch. Was passiert denn da gerade? Keine Ahnung. So, okay, ich bin auch da. Oh, wie das aussieht. Hä? Oh nein. Oh, sorry. Hä? Moment mal. Hier oben macht mir gar keinen Schaden. Du musst ihn unten treffen, unten bei den Beinen. Ah, okay. Oh mein Gott, Alter, wie laut ist der denn? Oh, was macht der? Alles gut. Okay, Kater, wir schießen einfach weiter auf ihn. Okay. Oh Gott, er kommt zu mir. Oh Gott, pass auf. Der kommt zu uns. Oh Gott. Kriegen wir den? Oh Gott, ich weiß es nicht. Oh Gott, die Base! Oh Gott! Der hat einfach die komplette Base hier kaputt gemacht. Super. Oh, er geht wieder weg. Wenn der hier noch näher kommt, der kann einfach die komplette Base überrennen. Oh mein Gott, Kater, wo kommen die ganzen King Kongs her? Wir haben keine Chance gegen die. Wir haben mit unserem LMG haben wir gar keine Chance. Was soll denn ich hab hier noch was. Echt? Guck mal, ich hab noch was mitgenommen. Oh, Kater. Ja. Das ist eine Nuke. Ja. Bist du dir sicher, dass wir die benutzen sollen? Ja, anders geht's ja nicht. Oh Gott, die rastet komplett aus. Okay, wir müssen aufpassen, dass die Base nicht kaputt geht, beziehungsweise dass wir oder uns gegenseitig nicht treffen. Ja. Also am besten weit nach hinten. Okay, ich schieße einfach mal, okay? Ja. Achtung! Oh. Gott. Moment mal, der hält eine Nuke aus? Okay, krass. Schießt du auch einfach mal. Ich schieße auch mal. Der hat sogar zwei. What? Und wir haben hier vier King Kongs vor unserer Base stehen. Was? Oh, what? Okay, Kater, ich glaube, wie viel Nukes hält der denn aus? Wie kann das denn sein? Hä? Die Nuke ist die stärkste Waffe hier. Oh Gott, ich schieße gerade die ganze Zeit auf den, ne? Die ganze Zeit. Sogar die Nuke ist zu schwach. Ja, was machen wir dann? Die King Kongs, ich weiß es nicht. Ich schieße einfach mal weiter drauf. Irgendwann muss der doch down gehen. So heftig stark. Das ist unmöglich. Okay, wir schießen jetzt wirklich schon die ganze Zeit drauf. Und Kater, ich habe hier was für uns vorbereitet. Der Hundi ist da! Ja, wie süß! Gott sei Dank. Aufpassen. Oh ja. Gott. Moment mal, Kater! Was? Die zerstört die ganze Base hier! Ich bin hier runtergefallen! Komm mit, Hundi. Oh Gott, ich bin hier fast down! Die rasten komplett aus, unsere ganze Base ist kaputt! Nein. What? Ich wollte dir gerade ein Schwert geben. Kater, kannst du irgendwie runterkommen? Ich kann runterfallen. Warte, probier's mal. Aber pass auf. Oh, okay, alles gut. Ich gebe dir hier das Schwert. Hier, nimm das Schwert. Okay. Das Schwert ist stärker wie jede Nuke. Okay. Die rasten hier komplett aus. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Unsere Base war einfach kaputt. Oh Gott. Je. Okay, Kater, wir müssen jetzt ganz nah ran. Okay, warte, ich komme zu dir. Warte kurz. Oh, der Hundi hilft mit. Oh, wie süß. Ja, das ist echt süß. Kater, wir gehen mal an den, der hier die ganze Zeit so randaliert, okay? Aha. Hier, warte mal. Okay, und jetzt mit dem Schwert einfach drauf. Okay. Drauf. Oh, what? Was? Wir haben keine Chance gegen die. Keine Chance. Jetzt überlebt. Oh, Kater, da liegen unsere ganzen Sachen. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, der eine ist schon down. Warte mal, ich sammle hier mal. Wir brauchen halt die Rüstung. Ist ja gleichzeitig gestorben irgendwie. Das kann sein. Nimm mal das Schwert hier am besten. Dein Schwert wieder. 85 Level. Oh, stimmt. Der hat ja richtig viel Level gedroppt. Okay, ich ziehe wieder die Rüstung an. Ich habe hier ein bisschen was doppelt. Ich gebe dir gleich das, was ich doppelt habe. Das Schwert macht 2500 Damage. Das heißt, wir müssen die so 3-4 Mal schlagen. Oh Gott, ich habe so Angst. Ich krieg den gar nicht. Nee, dann einen anderen. Ja, lass mir den, der ein bisschen ruhiger ist. Okay.
Wir müssen halt richtig schnell schlagen. Wenn ja, jeder von uns zweimal. Du. Ja, oder gleichzeitig, ich weiß nicht. Okay, Kata, pass auf. 3, 2, 1, jetzt. Hä? Oh, ja. What? Ja, aber ich habe ihn zweimal gehittet. Ach, sehr gut. Okay, Leute, wir haben jetzt ein bisschen aufgerüstet. Wir haben jetzt beide eine Minigun. Und ich hoffe. Oh, what? Kriegen wir den mit der Minigun? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nachladen dauert so lange. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen. Alter, wie die ausrasten. Guck dir das mal an. Okay, das ist viel zu heftig. 10.000 ja, der Leben. Hat so viel Leben. Okay, Leute, wir haben es endlich geschafft. Es hat so lange gedauert. Es war echt, ne? So heftig. Und guck mal, was die alles gedroppt haben. So viel Zeug und vor allem so viel Level. Ich habe jetzt allein schon 90 Level. 104 wow. Einfach. Es ist so heftig. Und hier auch nochmal, ja, 120 Level. Und hier hinten liegt noch unser ganzes Zeug. Krass. Leute, es ist so heftig, gegen die King Kongs zu kämpfen. Beziehungsweise, wenn sogar 4 oder 5 vor deiner Base stehen. Das ist fast unmöglich, tatsächlich. Ja. Die hauen uns einfach One-Hit um. Wir haben echt keine Chance. Auch dann so rum. Ja, guck mal, was die alles kaputt gemacht haben. Vor allem unsere Base wurde einfach in der Hälfte geteilt. Unsere Obsidian-Base. Aber trotzdem haben wir sie down bekommen. Es war echt sehr, sehr cool. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall den Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.